Wir haben jetzt hier auf der nullten Spackeriade einen sehr kritischen Talk, Spackeria-kritischen Talk von Ole Reismann. Moin. Guten Tag. Ich stehe hier eigentlich gerade mit Anna Sauerbrei, die lässt sich entschuldigen, die muss noch für ihre Zeitung eine Seite füllen und da sind ein paar Probleme aufgetreten, deswegen bin ich gerade alleine hier und ist aber von uns beiden. Wir haben uns das ganze Jahr über mit der Spackeria beschäftigt, haben geguckt, was da passiert. Ein schönes Geräusch. Und uns ist dann irgendwann aufgefallen, das war so im Sommer vielleicht schon oder so Mitte des Jahres, haben wir uns überlegt, dabei sein ist nicht alles. Nämlich ein paar Leute der Spackeria kamen ins Fernsehen, kamen auf Podien, kamen in die Öffentlichkeit. Und wir haben uns dann gefragt, was haben sie da eigentlich draus gemacht? Und wir fürchten nicht besonders viel und würden deswegen euch sozusagen eine Blattkritik antun. Bei uns heißt sowas, bei uns Medienleuten ist das Blattkritik, da kommt dann jemand von außen und sagt so die Außensicht, wir kommen von weit her, wir haben keine Ahnung, wie das bei euch intern so richtig abläuft und reden mal so ein bisschen über eure Köpfe hinweg. Und dann sind die Medienleute alle so Murmel, Murmel, ja, naja, na gut, interessiert uns eigentlich nicht und machen weiter wie bisher. Und das kann die Spackeria ja auch gerne tun. Trotzdem haben wir 10 Thesen zur Spackeria, was im nächsten Jahr anders laufen könnte. Wenn ihr mögt, schreitet danach ein und sagt, stimmt alles nicht. Uns ist aufgefallen, es gibt nicht so eine richtige, konsequente Pressearbeit. Das wäre der erste Punkt. Man könnte doch bei jedem Datenskandal, vielleicht ist es ja auch gar kein Skandal, aber es passieren dauernd irgendwelche Dinge, die durch die Medien getreten werden, die Facebook-Timeline, die irgendwie eingeführt wird, und Ilse Aigner regt sich schon wieder auf, obwohl sie ja gar nicht mehr dabei ist und gar nicht mehr genau weiß, was da passiert. Da könnte man eingreifen und erklären, warum das jetzt gut oder schlecht ist und könnte auch einfach mal sagen, wir als Spackeria finden das gut. Und da gibt es einfach sehr viele Steilvorlagen. Es werden dauernd irgendwelche Daten veröffentlicht, es werden dauernd neue Dienste eingeführt und dann kann man auf das Blog der Spackeria gehen und vielleicht steht mal 3 Tage später was drauf. In vielen Fällen aber auch einfach nicht. Deswegen wäre sozusagen ein Wunsch oder eine These, die Spackeria könnte sich im nächsten Jahr doch mal zusammenreißen und mehr provozieren. Eine zweite These. Es braucht mehr Beispiele. Und es reicht nicht, wenn sich dann jetzt Leute hier vor so einem kleinen Zirkel hinstellen, sich nackt machen, sondern es braucht tatsächlich größere, interessantere Beispiele. Und wir fürchten, es reicht nicht, wenn Christian Heller sich in seinem textlastigen Wiki nackt macht, wo man dann doch trotzdem nicht so ganz mitbekommt, was er jetzt eigentlich macht. Ist das jetzt Post-Privacy oder es ist einfach wenig greifbar, wenig visuell. Es ist sehr schwer, da durchzusteigen. Und wenn man dann endlich irgendwann mal durchsteigt, findet man nur einen Kalender und findet raus, wann der Döner ist. Und dann ist ganz viel immer wieder doch zensiert, weil wieder Dritte betroffen sind und die will man ja nicht mit in das Experiment reinziehen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Postkarten, auf denen man sein Facebook-Leben ausbreitet? Könnte man fremden Leuten in die Hand drücken? Hier, Postkarte, das ist ein privates Foto von mir, hinten drauf nur eine kurze Erklärung oder mal eine private Mail oder eine Statusnachricht einfach rumtragen, einfach mal irgendwo hinstellen und sagen, hier, ich lebe übrigens jetzt öffentlich. Das wäre eine Aktion, die wir uns sehr gut vorstellen könnten und wo wir uns fragen, warum macht die Spackeria sowas nicht? Warum nur so kopflastige, textlastige Debatten in so abgeschlossenen, nein, nicht abgeschlossen, aber weit entfernten elitären Zirkeln im Internet. Das führt zu Punkt Nummer 3. Möglicherweise braucht die Spackeria, ich sage mal ein schwieriges Wort, unterschwellige Angebote. Das ist sowas wie der, ja zum Beispiel, das wäre sehr unterschwellig. Aber wie wäre es denn, also auch nur ein Facebook-Like-Klick ist ja was sehr Unterschwelliges. Sowas, wo man einfach mitmachen kann und nicht erst Christian Hellers textlastiges Wiki lesen muss. Es entsteht von außen so ein bisschen der Eindruck, dass es ein paar sehr wenige Personen gibt, die sich
spackerianisch betätigen. Das sind immer dieselben. Die tun erwartbare Dinge. Da fehlt noch so ein bisschen irgendwie so, ja, und wenn ich jetzt irgendwie auch finde, dass man über Datenschutz anders nachdenken müsste, und wenn ich auch finde, dass so ein fundamentaler Datenschutz, wie es uns die Datenschützer vorleben, dass das nicht so ganz zeitgemäß ist und dass die eigentlich gar nicht so genau wissen, worum es geht und dass sie sich mal in den Lebensrealitäten von Teenagern umgucken sollten. Aber was machen die dann? Also die googeln ja nicht, weil sie lustig sind, Spackerier. Das ist sowieso ein schwieriger Name, aber man findet einfach dann auch nicht dieses Blog und findet dann auch nicht eine Möglichkeit, sich da irgendwie für zu interessieren. Was jetzt nahtlos übergeht in die vierte These, warum wird die Spackeria keine Marke? Könnte die Spackeria sich nicht noch ein bisschen mehr so als Marke begreifen? Vielleicht auch ein bisschen Merchandising auflegen? Also ich warte immer noch auf das T-Shirt. Privatsphäre ist sowas von 80s. Das hätte ich gerne. Das könnte man tragen. Das wäre mal so eine Botschaft nach außen. Das ist eine Sache, die ist auch wieder sehr unterschwellig. Das spricht Leute an. Dann sage ich, Datenschutz, ist das nicht eigentlich gut? Warum ist das 80s? Das ist so ein Gesprächsanreiz. Und die Erfahrung des letzten Jahres hat ja auch gezeigt, allein dieser eine Satz weckt sehr viele Assoziationen und funktioniert hervorragend. Man muss nur diesen einen Satz sagen und provoziert schon Diskussionen. Warum macht die Spackeria nicht mehr mit solchen Sätzen? Das muss jetzt nicht nur diese Überschrift sein, die unter meiner Zuhilfenahme irgendwie möglicherweise zustande gekommen ist. Es können auch andere Sätze, Schlagworte, Parolen oder Ideen sein. Es darf halt nur nicht immer ganz so verkopft sein. Nummer 5. Ist natürlich schade, dass Rainer Langhans jetzt nicht hier ist. Wenn man sich sehr dafür interessiert, kann man in ausführlichen Diskussionen nachverfolgen, warum das jetzt gut oder schlecht ist. Tatsächlich giert aber sowas wie eine mediale Öffentlichkeit oder eine Mediengesellschaft nach Bildern. Und natürlich hätten sich alle gewünscht, dass sich ein paar Vertreter der Spackeria mit Rainer Langhans nackt vor eine Wand stellen. Aufmerksamkeit. Die Sache ist ja die, man kann noch so gute Thesen und Ideen haben, wenn man damit es nicht schafft, irgendwie in die Öffentlichkeit reinzukommen, kann man natürlich weitermachen vor kleinen elitären Zirkeln und sich überlegen, wir denken mal irgendwie Gesellschaft weiter und wir haben gute Ideen und wir haben richtige Beobachtungen gemacht. Aber von außen betrachtet ist da halt noch nicht so viel. Wenn wir die Frage so, kommt 2012 da noch ein bisschen was? Rafft sich die Spackeria auf? Traut sie sich, ihre ja interessanten und im Grunde genommen sehr richtigen Beobachtungen, was den Datenschutz angeht und was Daten im Internet angeht, traut man sich das irgendwie auch in die Öffentlichkeit zu tragen oder will man damit dann doch lieber unter sich bleiben und das ein weiteres Jahr Experiment nennen und dann das doch etwas inkonsequent weiter vollziehen? Kommen wir zum Wort Kapitulation. Im vergangenen Jahr war sehr oft davon die Rede, und das wäre ein Auszug aus dem Buch von Christian Heller, es geht nur noch darum, den Rückzug möglichst unblutig zu gestalten und das Unabwendbare vielleicht lange genug hinauszuzögern, damit wir uns ein wenig darauf einstellen können. Es wird keinen Bereich mehr geben, in dem wir uns vor fremden Blicken sicher glauben können. Das ist diese Kapitulation, die die Spackeria also auch als Idee vor sich her trägt. Und da fragen wir uns, muss das so negativ sein? Eigentlich findet die Spackeria da auch sehr viel Gutes darin und sagt, wir sehen diese Zustandsbeschreibung und deuten das aber um und sehen, wie können wir mit diesem Unvermeidlichen, jetzt nenne ich auch schon negative Wörter, aber wie können wir mit diesem Unvermeidlichen, wie können wir da was Positives rausziehen? Und kann man dann nicht vielleicht auch über dieses Positive mehr reden und kann sagen, warum es gut ist, sich mit Rainer Langhans nackt vor eine Wand zu stellen. Jetzt knüpft was wieder an die unterschwelligen sexuellen Angebote. Die siebte These wäre ein bisschen weniger Foucault, ein bisschen weniger Derrida. Es ist sehr gut, dass wir dass die Spackeria das theoretisch unterfüttert und in langen, gelehrigen Aufsätzen, die mehr oder weniger
anschlusskommunikationsfähig sind, aufbereitet. Wenn man das nach draußen trägt, ist das möglicherweise eher abschreckend. Wenn man das nach draußen trägt, braucht man womöglich eher griffige Ideen und kann sich nicht auf geisteswissenschaftliche Diskurse immer nur zurückziehen, sondern muss einfach tatsächlich ein bisschen tiefer gehen und Leuten das einfacher machen, mit diesen Ideen umzugehen. Und da wären wir jetzt schon wieder bei dem nächsten Wunsch, den Medien haben könnten an die Spackeria. Natürlich sehen wir, dass es Datenschützer gibt, in jedem Bundesland einen Bundesdatenschützer, in Bayern sogar zwei, weil die so aufgetrennt sind zwischen und so weiter. Also es gibt mindestens 17 Datenschutzbehörden mit vielen Mitarbeitern. Und da würden uns natürlich Zahlen und Daten und Fakten interessieren. Kann man nicht mal genauer hingucken und sich überlegen, was kostet das und was machen die eigentlich? Und jedes Mal, wenn in den Medien jemand auftritt und sagt, da wird der Datenschutz eingeschaltet oder der Datenschützer sagt, wir gehen jetzt mal hin und überprüfen das, dann dauert das ja immer Monate und dann könnte man sich nachher mal fragen, was kommt bei raus? Und warum stellt sich die Spackeria nicht hin und seziert das mal und sagt ganz klipp und klar, vor 3 Monaten hat der und der Beauftragte gesagt, er guckt sich das an. Jetzt 3 Monate später kommt raus, nix. Aber das möchte man ja wissen. Das ist ja, da versagt Datenschutz ja. Der staatliche Datenschutz seit Jahrzehnten versagt an diesen Stellen. Und das mag euch, der Spackeria, allen vollkommen geläufig sein. Ja klar, ist doch so. Muss man sich keine Illusionen hingeben. Die große Frage ist, möchte man dieses Geheimwissen für sich behalten? Oder kann man damit nicht arbeiten? Denn tatsächlich ist dieses Privatsphäre, ist sowas von 80s ja eine Provokation, mit der man es in die Medien schafft. Bei uns gibt es eine Datenbank, da kann man eintippen, passt Privacy und sieht im vergangenen Jahr 46 Nennungen in überregionalen Medien. Spackeria dann 15 Mal, weil der Name so schwierig ist und sich nicht viele trauen, das zu schreiben. Aber nichtsdestotrotz, da draußen gibt es so viele Social-Media-Agenturen, die sonst was für diese mediale Aufmerksamkeit geben würden. Also auch wahrscheinlich sexuelle Dienstleistungen und Geld. Also ne, was die Spackeria schafft mit diesen Ideen, das könnte man nutzen. Man muss es natürlich nicht. Man kann auch einfach dann einmal das so in den Raum stellen und sagen, und jetzt diskutieren wir auf unserem Blog und machen erstmal nichts weiter. Eine nächste, 9. These wäre womöglich, vielleicht braucht es noch mehr ältere öffentliche Gesichter. Möglicherweise so Richtung Mainstream. Also man mag von ihm halten, was man will, aber in den USA gibt es Jeff Jarvis. Der lebt das vor. Da sagen deutsche Datenschützer auch, der spinnt und in seinem neuen Buch alles viel zu kurz gedacht und das stimmt hinten und vorne nicht und viel zu populär wissenschaftlich geschrieben und Foucault kommt auch nicht vor. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich mehr Leute findet, die in der Öffentlichkeit wirklich mittendrin stehen, vielleicht an Unis lehren, solche Geschichten machen und die dazu bringen könnte, sich öffentlich zu äußern, wäre vielleicht ganz hilfreich. Damit nicht nur dieser Eindruck entsteht, Post-Privacy ist so eine Bewegung von eher Leuten, die Mitte 20, Mitte 30 sind und zu viel Tagesfreizeit haben. Und tatsächlich glaube ich, oder glauben wir, dass es nochmal was anderes ist, wenn man diese Diskussion tatsächlich mehr probiert, in die Mitte der Gesellschaft reinzuholen und eben nicht nur für sich selber rummacht. Und das eben nicht nur auf diesem Level, auf dieser Ebene lässt, Post-Privacy hat irgendwas mit Bikini-Fotos auf Facebook zu tun. Denn wiederum diese Grundannahme, ne, ich wiederhole mich, aber ich tue es gerne, weil es ist wichtig, diese Grundannahme, der Datenschutz und was er in Deutschland probiert, ist irgendwie hoffnungslos veraltet und das funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist ja eine These, mit der ihr Gehör findet. Weil da in diesem Mittelbau, das mediale System, da sitzen ja Leute, die beschäftigen sich damit auch seit Jahren und die finden das erfrischend, was da gesagt wird, weil sie das selber auch beobachten. Das heißt, ihr rennt bei denen Scheunentore ein, die weit offen stehen. Jetzt kommt die Rücknahme, 10. These möglicherweise. Jeff Jarvis ist natürlich auch wieder ein privilegierter weißer Mann, wie auch möglicherweise bei der Spackeria dann doch eher
Leute aus der privilegierten Seite des Lebens dastehen, die es in ihrem Leben sehr wahrscheinlich auch noch zu den 1% der Weltbevölkerung schaffen, die irgendwie, ich weiß nicht, mehr als 25.000 Euro im Jahr umsetzen oder sowas. Auch da wäre natürlich eine Frage, kann man das irgendwie diversifizieren? Kriegt man da irgendwie möglicherweise auch den Sprung aus so einer leicht akademisch angehauchten Mittelschichts-, Oberschichts-Schiene raus? Und guckt sich zum Beispiel an, was in Ägypten passiert, wo man sagen kann, ja, Post-Privacy, ne, da sagen dann die Datenschützer, ja, fangt damit Post-Privacy an und Leute landen im Folterknast und sterben. Was auch eine Idee ist, die möglicherweise die Spackeria thematisieren könnte, was auch wieder sehr niedrigschwellig ist, wo man auch sagen könnte, ja, vielleicht, aber andererseits hat das Internet ja auch seine sehr guten Seiten und mit zu viel Datenschutz wäre der arabische Frühling auch passiert, aber sehr viel schwerer. Wären solche Ideen, die man vielleicht sich überlegen könnte. Jetzt kommt die 11. Bonusthese. Der Name Spackeria ist schwierig. Also die Piraten haben es schon schwer, aber Piraten sind immer noch einigermaßen nett besetzt, weil früher wollte man ja bestimmt gerne Pirat werden oder hatte so ein Playmobil-Seeräuberschiff und finde Piraten irgendwie noch ganz putzig. Spackeria ist für so eine kleine elitäre Diskussion fantastisch. Natürlich nimmt man die Beschimpfung von Constanze Kurz, die möglicherweise sogar auch in der Taz dann ganz leicht anders übersetzt stand, als es vielleicht gesagt wurde. Ob jetzt Spacken oder Spackeria, auf jeden Fall ist dieser Name leicht schwierig und sehr abstrakt. Auch da kann man sich nicht viel drunter vorstellen. In den Medien ist es dann nochmal wieder eine Spur schwerer zu vermitteln. Und man könnte sich, wenn man wollte, den Medien mehr anbiedern, indem man sich nicht nur nackt auszieht, sondern indem man sich vielleicht auch noch einen leicht griffigeren Namen überlegt und vielleicht dann die Freidatenkultur gründet oder sowas in die Richtung. Das waren unsere bornierten Außenansichten der Spackeria und wir sind gespannt, was die Spacken dann 2012 machen und ob wir weiter von ihnen hören oder ob das sozusagen so eine einmalige Idee war, die dann nach irgendwie einem Schlagwort leider verpufft. Dankeschön. Und jetzt dürft ihr mich beschimpfen oder ausfragen, wie ihr mögt. Also ich muss sagen, ich fand das super. Ja, also ich sehe das ganz genauso. Da muss ganz dringend was passieren, dass da irgendwie ein gemeinsames Selbstverständnis oder so auftritt. Allerdings, ich sehe natürlich die Bewegung auch noch im Kinderstadium, wo erstmal überhaupt gemeinsame Ideen und eine gemeinsame Linie gefunden werden muss. Das dauert. Allerdings denke ich, dass es an der Zeit ist, das zu kanalisieren. Das heißt, dass die Spackeria halt hingeht und versucht, ganz gezielt Meinungsbildung intern erstmal zu betreiben, um sich eine Identität zu entwickeln. Und erst aus so einer Identität heraus ist das möglich, was du letztendlich auch forderst. Also eben mehr Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Weil um das zu machen, braucht man ja irgendwie auch einen gemeinsamen Standpunkt oder erstmal überhaupt eine Definition, was eigentlich gemeinsam bedeutet an der Stelle. Ja, ich wollte erstmal Dankeschön sagen. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Also zum einen zu dem Namen, ich sehe das Problem auch so. Ich weiß, ich habe jetzt den Jahresrückblick nicht gesehen. Haben Sie uns wieder eine neue Beleidigung gegeben? Vielleicht können wir darüber ja einen neuen Namen sehen. Schade. Also ich hörte nein. Verdammt. Na gut, also ja, das mit dem Namen ist ein Problem. Wo ich darauf eingehen wollte, war, dass du meintest, dass du ja schon sagtest, man sollte das Ding irgendwie mal versuchen, das einfacher zu fassen, dass man es irgendwie auch ein bisschen mehr in die Medien geben sollte. Das Ding ist, wir sind momentan eigentlich größtenteils einfach auch sau viele Denker, die halt auch durchaus vom akademischen Rückding kommen. Und also, wenn hier irgendwelche Designer und Grafiker sind oder Leute, die wissen, wie man kurze, griffige, prägnante Slogans macht, die Allerweltsmenschen verstehen, dann wäre das echt toll, wenn ihr uns irgendwie so bei uns melden könntet oder mal bei euch, bei uns. Ja, wir haben Julia und ich mache auch Gedichte und sowas, aber weißt du, wir sind trotzdem irgendwie noch schon noch so die Denkerleute. So. Das ist halt schon so, also das ist einfach noch so ein Problem, dass uns da vielleicht auch die Leute fehlen, um von diesem Denkerding wieder ein bisschen runterzukommen. So. Also ich sehe das Problem auch. Und ja, ich glaube, ich mache mal ein Spreadshirt-Ding. So. Also ich habe die... Okay, gib mir Kontakt da. Ich habe die großartige Position und habe das Mikrofon, das kann deswegen sofort was sagen. Ja, ja. Also ein Jahr ist, finde ich, eine lange Zeit.
in einem Jahr, ne? Und wenn man irgendwie so sieht, dass man auch wirklich mit einer Handvoll von Leuten so eine Debatte neu beleben und vor sich hertreiben kann. Also ich erinnere mich dunkel an eine Veranstaltung mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, der das irgendwie auch sehr interessant und spannend fand, was passiert da. Also man rennt damit ja tatsächlich offene Türen ein und man schafft es damit ja tatsächlich eine Diskussion, die jahrzehntelang irgendwie so stiefmütterlich behandelt wurde und eher unter einem ganz anderen Blickwinkel gesehen wurde. Oh Gott, die großen Datenkraken, die großen Datenfresser, das geht ja seit Jahren so. Und dann schafft man es mit wenigen Leuten, diese Diskussion so vor sich herzutreten und macht dann nichts draus und sagt dann, wir müssen erstmal uns selber finden und wir sind nicht so viele Leute und wir brauchen erstmal einen Grafiker. Das sind Entschuldigungen und Ausreden. Man schafft mit 3-4 Leuten, kann man so eine Diskussion ins Rollen bringen und dann darf man aber nicht stehen bleiben und zugucken, mal gucken, was jetzt das ganze Jahr über passiert und das einfach so passieren lassen. Man muss einfach dann auch mitlaufen. Ja, okay. Das ist schon. Ich hatte den Eindruck, du willst eigentlich nur, dass wir alle Porn machen. Also, ja, natürlich. Auf der anderen Seite, gibt es davon schon so viel im Internet, also da wäre ich vorsichtig und würde das jetzt nicht überbewerten. Auch von mir nochmal danke. Natürlich blickst du auf das Ganze mit so einer Medienbrille, was ganz genau, was ja auch nicht uninteressant ist. Also ich fand viele der Argumente durchaus, ich würde sie jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber ich verstehe, warum man sie aus der Medienseite heraus so sieht. Ich verstehe zum Beispiel, warum man sich fragt, warum schaffen die es nicht, irgendwelche Aktionen loszutreten. Dabei darf man halt nicht vergessen, dieses Konzept Gruppe, in dem wir gerne denken, das ist eine Partei, das ist eine Gewerkschaft, was auch immer, so funktioniert es ja bei uns nicht. Es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Sprecher, es gibt halt in der Form nichts Festes. Jetzt kann man sagen, ja, dann müsst ihr das halt schaffen. Es ist auch durchaus eine Stärke, das eben nicht zu haben, weil das eben auch beispielsweise sowas wie die Eintrittshürde senken kann. Jetzt kann man sicherlich sagen, dass wir die Eintrittshürde immer noch verhältnismäßig hochhängen, weil man sich in einen IRC-Channel hängen muss oder sowas. Es ist halt immer noch so eine Nerd-Geschichte, Vorwurf, den man völlig unterschreiben kann. Aber ich weiß nicht, ob es funktionieren kann, uns jetzt mit Gewalt so eine feste Struktur, wie sie halt Medien gerade zu Pass kommt, drüber zu ziehen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Sicherlich wäre es damit einfacher, zum Beispiel Aktionen loszutreten, vielleicht auch Ressourcen zu sammeln, weil wir haben halt keine. Auch so ein beliebtes Vorurteil, nein, Facebook bezahlt nicht Milliarden jeden Monat an uns, damit wir Dinge tun. Und von daher ist es wirklich, ich sehe es eher so, dass so eine Gruppe, die vielleicht Aktionen daraus ableitet, müsste sich eher noch daneben gründen. Ich denke, dass aus unserer Richtung wirklich eher so Anstöße kommen können und andere Leute das dann aufnehmen. Und sicherlich kann es da ja auch personale Überschneidungen geben, aber ich denke nicht, dass das Konstrukt, was wir so haben, wie wir es haben, überhaupt diese Form von Leistungsfähigkeit hat, ohne dass es nichts kann. Aber ich glaube, es kann das, was du dir wünschst, nicht. Ich nehme das mal die Freiheit raus, um direkt zu antworten. Also es gibt ja auch andere bloße Netzwerke oder netzwerkartige Gebilde, wo es keine Führungsstruktur gibt. Also was wie Anonymous. Und auch da knallt es an allen Ecken und Enden und es passiert trotzdem was. Ne? Also das ist ja schon wieder eine Ausrede zu sagen, wir müssen erstmal eine Gruppe gründen, die dann irgendwie nebenbei noch Aktionen startet und wir brauchen Hierarchien und ihr wünscht euch Hierarchien. Ich wünsche mir explizit keine Hierarchien. Ich finde es ja groovy, dass wir sie nicht haben. Genau. Aber der Punkt, also dann wieder zu sagen, wir brauchen eine separate Gruppe, die irgendwie das macht, was die Medien wollen. Also ich würde mir vielleicht eher wünschen, dass man sozusagen diese Datenschutzkritik, die in vielen Punkten sehr berechtigt ist, möglicherweise einfach mal auch äußert. Und da braucht es dann gar keine starren Strukturen, Hierarchien, Gruppen für, sondern man muss es einfach machen. Und dafür braucht es irgendwie nicht 20 Leute mehr und dafür braucht es nicht Ressourcen, dafür braucht es einfach mal eine gute Idee und jemand, der es einfach dann mal schnell tut. Ja, und genau. Und natürlich, ich blicke da aus der brutalen medialen Verwertungslogik drauf, ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich mir jetzt irgendwie wünschen würde, Spackeria, sei bitte, sei bitte, sei bitte. Vielleicht ein kleines bisschen, aber im Endeffekt ist es ja eure Sache, was ihr daraus macht. Und die Beobachtung war einfach im vergangenen Jahr, da hätte man schon was draus machen können. Definitiv. Ist eine Kritik, die wir uns anziehen müssen. Klar. Dankeschön.
Also ich finde ja politische Aktionen in der Öffentlichkeit auch sehr toll, aber es müssen halt auch politische Aktionen sein und nicht bloß PR-Aktionen, weil wenn ich kann mich noch vor so viele Gebäude nackt stellen, wenn ich dann irgendwann vielleicht mal eine Zeit lang täglich in der Zeitung bin, aber dann danach nur noch als Narr in der Öffentlichkeit dastehe, bringt es dann auch nicht wirklich viel. Also man kann schon fundierte Aktionen machen, die auch öffentlichkeitswirksam sind, aber nur jetzt, die üblichen, wir brauchen was mit Nacktheit und noch ein bisschen Polemik dazu und dann passt es schon, ist halt auch nichts. Dann wäre natürlich die Frage, warum hat die Spackeria überhaupt angefangen damit, mit solchen Ideen in die Öffentlichkeit zu gehen? Ne, es ist ja jedem frei überlassen, mit welchen Medien er spricht, auf welche Podien er sich setzt, in welche Talkshows er reingeht. Und dann, wenn man dann anfängt und anfänglich überlegt, ja, könnte man mal machen, da lädt das Radio mich ein, da gehe ich mal zum Radio, dann öffnet man damit ja sehr viele Türen, dann wird damit plötzlich sehr viel möglich, man ist im Gespräch. Und möglicherweise wird man auch in dem ersten Schritt so als nah abgestempelt. Das hat ja im vergangenen Jahr oder 2011 sehr gut funktioniert. Jetzt ist man der nah, muss halt irgendwie weitergehen. Die Frage delegiere ich jetzt einfach mal, weil ich auch relativ neu in dem Thema bin. Die Frage ist, warum man dann überhaupt damit angefangen hat, wenn man jetzt nicht konsequent weitermacht und sich dann sozusagen als Narr ist oder probiert aus dieser Narrenrolle rauszukommen, die man ja momentan womöglich hat. Also ich kann es auch noch unterschwelliger sagen, ohne mich auszuziehen, also das Establishment hat ja sozusagen zurückgeschlagen und gesagt, das sind Deppen. Ne? So nicht, die spinnen ja wohl. Also ich glaube, das Ding ist, dass wir einfach, für dich ist das ganz klar aus deiner Logik her eine logische Konsequenz, dass wir da weiter am Ball bleiben müssen. Das Ding ist aber, dass für uns auch einfach das Ding erstmal so noch in der Entwicklung ist. Also wir sind ja durchaus in der Diskussion und es ist halt auch einfach die Geschichte, dass uns diese Konsequenz einfach, also jetzt sich nicht so unbedingt erschließt. Ich meine, klar, da gibt es Öffentlichkeit, die sollte man mal nutzen. Aber also wir hatten auch schon öfters das Ding, dass wir mal sagen mussten, wir sollten eigentlich mal uns irgendwie mal ein bisschen belabern. Aber das andere Ding ist halt auch, ey, wir sind alle Vollzeitarbeiter, die irgendwie echt mal wenig Zeit haben. So. Das ist halt immer so, dann fließt das halt so langsam erstmal nebenher. Und das ist nicht so die Konsequenz, dass das unter den Nägeln brennt. So, wir müssen das jetzt unbedingt gleich sofort machen, so, weil es einfach so, das Netz hat Zeit. Ich finde es also nett, dass meine polemischen Thesen, die jetzt aus der Medienbrille kommen, nicht vollkommen verlacht werden und ich sozusagen rausgeschmissen werde, sondern dass ihr euch das sozusagen fast schon zu Herzen nehmt. Das war jetzt kein persönlicher Vorwurf, es war nur die Feststellung von außen, ihr habt wirklich was losgetreten und man könnte es nutzen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Ausreden findet, wir haben leider keine Zeit, das zu nutzen und so genau wissen wir gar nicht, wo es hingeht, na klar, dann halt nicht. Okay. Vielleicht, um einen konkreten Vorschlag zu bringen, wenn Hierarchien nicht gewünscht sind. Was man vielleicht machen könnte, ist so eine Art autokratische Plattform aufzubauen, um Aktionen zu bündeln. Ja, das heißt, dass die Spackeria einfach eine Plattform darstellt, über die sich Leute treffen können, unterhalten können, austauschen können und gemeinsam Aktionen planen können. Ja, dann braucht man keine weitere Hierarchie oder sowas. Ich denke zum Beispiel Autocracy oder sowas zu installieren, jetzt ganz gezielt dafür wäre vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Also ich denke schon, dass man als Spackeria da eine Plattform bieten kann für solche Aktionen, ohne eine Struktur oder Hierarchie zu haben. Ich wollte kurz fragen, ob das vielleicht was für euch wäre, wenn die Spackeria so Pressemitteilungen rausgeben würde, so wenn das nächste Mal ein Datensilo ausläuft, die Spackeria begrüßt die Befreiung von so und so vielen Millionen Datensätzen. Also Das Problem ist, dass das gerade aufgezeichnet wird und wenn das dann meine Chefs danach dann sehen, wenn ich das nächste Mal dann sofort die erste Spackeria-Pressemitteilung irgendwo einbaue, kriege ich bestimmt Ärger. Ne? Das funktioniert nicht. Aber ja, ne, die Frage wäre natürlich, warum sagt die Spackeria nicht öfter mal, jetzt ist da irgendwas passiert, jetzt führt Facebook das wieder ein, warum nicht? Ne? Also zum Beispiel,
das ist jetzt wieder sehr persönlich, wenn Facebook die Timeline einführt, dann wäre ja sozusagen, könnte man sich überlegen, die Daten hat Facebook ja eh, jetzt werden sie endlich mal dargestellt, ohne dass ich irgendwie einen Brief an den irischen, nach Irland schicken muss. Da könnte man ja sagen, wir finden das toll. Stattdessen kriegen Redaktionen in der Republik 10 Meldungen, wir finden das scheiße, wir finden es scheiße, das ist furchtbar, wir finden es scheiße. Und 2 Wochen später kommt Ilse Aigner, wir finden es auch nicht gut. Ja, ich weiß, die Musik ist später drin, deswegen hast du es vielleicht schon gesagt, aber ich habe es noch nicht gehört. Was könnten denn die Ziele sein, Herr Spackeria? Also was könnte man quasi in einem Jahr, was ist sozusagen die Vision, dass man, die man jetzt in dem nächsten Jahr erreicht haben könnte, also dass wir nächstes Jahr wieder hier sitzen und vielleicht schon irgendwas abgecheckt haben? Was könnten das so für Dinge sein? Also ich gerade hier eh schon an einen leichten Rollenkonflikt irgendwie als Spin-Doktor der Spackerie, deswegen kann ich die, kann ich und meine, will ich diese... Also was ist erreichbar sozusagen? Was könnte... Das kann und will ich euch überhaupt gar nicht, was erreichbar ist. Ich meine, also was erreichbar ist, genau, wenn es euch noch nicht so ganz klar war, dann guckt euch, vergegenwärtigt euch nochmal das vergangene Jahr und guckt, was ihr mit einem Zitat losgetreten habt an Folgeauftritten in Medien, in Zeitungen, im Radio, auf Podien. Ne? Also was da, was möglich ist. Wow, viel ist möglich. Also das Erste, auch vielen Dank für den provokativen Vortrag. 2 Kritikpunkte sozusagen. Das eine ist, ich glaube, ich habe auch in meinem Leben schon verdammt viele provokative Debatten losgetreten, zum Beispiel durch diese Apfelfront-Geschichte. Und es ist, glaube ich, nicht irgendwie das Ziel der Leute gewesen, in die Medien zu kommen, so hatte ich das zumindest nie wahrgenommen, und irgendwie sich besonders stark zu selbst darzustellen oder so. Deswegen, sowas hat ja auch keinen Selbstzweck, sondern ich glaube, es ging, so hatte ich das immer wahrgenommen, um eine Denkanregung, die man geben wollte, sowohl in den CCC, aber auch in alle anderen Menschen, die in dieser Debatte teilnehmen. Die fand ich eigentlich sehr sympathisch und sozusagen, ich würde das unglaublich gerne sehen, wenn es so sympathisch bescheiden bleibt, die Spackerie in ihrer Außendarstellung, so nach dem Motto, wir haben hier und da mal Ideen, und die tragen wir an geeigneter Stelle nach außen. Ich würde da gar nicht so diesen Impetus einer NGO, Greenpeace, die jetzt auf jeden Fall alle 3 Monate mit einer neuen Kampagne kommen muss. Und der zweite Kritikpunkt ist, es ist nicht so einfach. Ja, also ich glaube, das kam mir irgendwie die ganze Zeit so vor, wenn es so einfach wäre, da ist ein Datensilo rausgekommen oder da hat irgendein Mitglied der einer Partei irgendwie andere Leute in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Das ist ja total super in jedem Fall, stimmt ja gar nicht, sondern das ist halt durchaus immer sehr differenziert und ich glaube, das sind ja auch zum Beispiel der Plom mit seinem Buch hat das ja ganz gut dargestellt, das sind ja eben gerade jenseits eben Datenschutz ist so 80s, das war ja eher sozusagen die provokative These, aber dahinter verbirgt sich eine komplexe Debatte, die ich auch gut finde, dass sie von den meisten Vertretern dieser Spackerie so differenziert geführt wird. Das ist dann immer enttäuschend wahrscheinlich für die Medienvertreter, weil die dann immer gleich den nächsten zam. Und dann, wenn man sich die wenn man sich die Fernsehauftritte anguckt, habe ich auch häufig gehört, dann sagen die Leute, eigentlich war das ja total differenziert und reflektiert, was die Leute der Spackerie da gesagt haben. Das war ja gar nicht so provokativ, war ja irgendwie total langweilig, war ja jetzt gar nicht so ein Konflikt irgendwie gut gegen böse, sondern das war ja durchaus eine reflektierte Meinung. Und ich glaube, dass das sozusagen gleichzeitig auch das Problem der Spackerie ist. Insofern, danke für die Kritik, aber ich finde es, ich würde eher der Spackerie tatsächlich empfehlen, diesen Weg weiterzugehen, sozusagen der differenzierten Debatte. Muss ich ja gar nicht ausschließen, oder? Also, dass man differenziert irgendwie die Meinung vertritt und darüber mehr nachdenkt als nur über Parolen, ist ja genau das Ziel. Man will ja mit seiner fundierten, differenzierten Datenschutzkritik und der Überlegung, wie, wohin führt das und was verbaut uns vielleicht Wege und was ermöglicht uns Wege. Man will ja auf die offene Bühne. Und ich glaube, oder wir glauben, da könnte vielleicht noch mehr gehen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Spackerie insofern tatsächlich falsch verstanden ist, weil sie tatsächlich jetzt nicht irgendwie in erster Linie tatsächlich die große, also jedenfalls gegründet wurde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da irgendwie jetzt falsche Beweggründe anbringe, denn ich war an dieser Gründung nicht beteiligt, aber ich glaube tatsächlich, dass die Spackerie halt aus ihrer, von ihrer Herkunft her, kommt sie aus diesem Hacker-Umfeld, kommt sie aus diesem Piraten-Umfeld, also aus diesem schon eher sehr, dieser elitären kleinen Gruppe der Netzgemeinde im weitesten Sinne. Und die Sache war, glaube ich, tatsächlich die, dass man sich zusammengefunden hat, um gerade auch in diese Gemeinde hineinzukommen.
wirken. Ja? Also das heißt, ich glaube, es war dann einfach auch der Punkt, dass einfach die... der Diskurs innerhalb dieser Gemeinde einfach auf den Sack ging. Ja? Also man ist natürlich mit ganz, ganz vielen Dingen sozusagen auch einverstanden. Also wenn es um Copyright geht dann, oder gegen Netzsperren, dann rennen immer noch alle in die gleiche Richtung. Aber genau dieser Datenschutzdiskurs hat sich halt einfach sozusagen eine Abspaltung innerhalb dieser Gemeinde gegeben. Und ich glaube, dass halt der Diskurs auf dieser Differenziertheit und auch durchaus in dieser wenig, also im konkreten Fall dann doch sehr wenig plakativ und Mainstream-medienmäßig geführt wird, ist tatsächlich, dass es auch genau darum geht, also dass die Zielgruppe eigentlich tatsächlich auch diese Netzblase ist. Ja, aber tatsächlich wäre doch dann aber die Idee, man hat es dann trotzdem zufällig aus Versehen geschafft, in die Medien zu kommen. Und das ist ja nur die Außenbetrachtung. Es interessiert mich auch, dass das ein Konflikt innerhalb einer bestimmten Szene ist. Vielleicht im dritten Absatz oder so. Oben möchte ich lieber das Nacktfoto sehen. Aber tatsächlich wäre die Frage, warum, also ne, muss man das in diesem elitären Zirkel belassen? Oder möchte man dann nur irgendwie in die sowieso schon Datenschutzszene reinwirken von CCC, von Hackern, von Piratenpartei? Oder kann man das nicht, diese Steilvorlage nicht nutzen, wenn man merkt, das trifft jetzt irgendwie beim CCC auf militante Ablehnung, aber bei möglicherweise Journalisten, möglicherweise aber auch anderen Leuten in der Gesellschaft, die sagen, Moment mal, ne? Da ist das sozusagen fruchtbarer Boden. Und dann ist man aber ganz erschreckt und möchte gar nicht so plakativ werden und möchte lieber dann doch eher noch weiter drüber nachdenken. Hallo. Gar nicht so eine Frage jetzt an dich konkret, sondern eher nochmal ein Einwurf, der mir jetzt gerade so auffällt, dass es jetzt, wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, die Spackeria will ja gar nicht unbedingt groß in die weite Welt, Medienlandschaft, man muss gar nicht provozieren, weil wir sind zufrieden damit, wenn wir den CCC und die Datenschutzgemeinde erreichen, sondern ich finde, für mich ist so Post-Privacy eben auch ein wichtiges Moment, wenn man über die Gesellschaft an sich nachdenkt, also wenn es über, so warum ist denn Post-Privacy da so ein Konzept? So, worum geht es denn da? So, wenn jemand, vielleicht ist das Streitgespräch zwischen Julia Schramm und Konstanze Kurz im Technology Review gelesen hat, wo es dann auch um Sachen geht, bedingungsloses Grundeinkommen, Gender, so solche Sachen, so, da steckt ja total viel dahinter. Und das ist dann, finde ich dann schon, wenn man jetzt so, man hat ja erstmal so einen gewissen, wie sagt man, eine gewisse Bewegung drin, dass man das dann einfach nutzt und dass man eben auch dann, die sich nackt mit nackt vor die Wand stellen, ist halt auch nur dann irgendwie ein Mittel zum Zweck, dass man dann die Inhalte, die man schon generiert hat, eben nochmal ein größeres Publikum findet. Und da steckt eben viel mehr dahinter für die Gesellschaft an sich, wie wollen wir mit solchen Sachen umgehen? So, wie können wir da noch Sachen verändern, dass dann eben sowas eben nicht mehr wichtig ist. Bin ich schwul, bin ich lesbisch, bin ich, wie bin ich überhaupt? Das ist doch egal dann so ungefähr. Darum geht es dann halt auch. So, also dass man das ein bisschen das größer denkt und nicht immer nur von wegen, okay, wir wollen jetzt aber nur mit Konstanze Kurz drüber reden, sondern wir wollen schon mit allen drüber reden, wir wollen hier was verändern. So. Also einer meiner Lieblingstweets dieses Jahr war von jemandem, der sagte, er hätte wieder das Imperium schlägt zurück im Fernsehen gesehen und es sei nicht richtig klar, was die Forderung der Rebellen sei, das sei ihr Problem. Das wird ja auch häufig irgendwie so anderen Bewegungen, Occupy etc. vorgeworfen. Es ist einfach nicht klar, die bringen einfach nicht auf den Punkt, worum es geht. Und das ist ja alles nur Geschwätz. Ich glaube, dass wir da irgendwie doch mehr ja, den Wert im Geschwätz sehen müssten. Und da verstehe ich auch, dass du halt als Spon-Doktor, nicht Spin-Doktor, da einen gewissen Interessenkonflikt siehst, denn das lässt sich, das ist halt, läuft auf einer ganz anderen Ebene als das, wie das Mediengeschäft normalerweise läuft mit klaren Akteuren. Es ist halt ein immerwährendes und immer selbstreflektierendes Rumgeschwätze, was dann am Schluss etwas auswirft oder ja, wo halt verschiedene Machtpositionen sich immer wieder austarieren. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, wo ich halt auch sage, hier diese ganzen, es ist nicht klar, welche Forderungen die eigentlich haben, Bewegungen, sei es von Occupy bis zum arabischen Frühling, die funktionieren einfach auf einer anderen Art und Weise, als wie die Medien das gerne hätten. Also da, ne, das ist jetzt wieder, da muss ich kurz einhaken,
Anonymous seit 2006, 2007. Ihr dürft uns auch nicht unterschätzen. Ne? Uns ist auch schon klar, wie so Netzwerke funktionieren unter hierarchielose Gruppen. Ja, und das sage nicht nur ich, weil ich irgendwie noch relativ jung bin, sondern auch andere Journalisten haben mitbekommen, was in Ägypten, Tunesien, was ne, Occupy-mäßig, was auf der Welt passiert. Also wir brauchen keine klaren Akteure und Ansprechpartner. Wir können auch damit umgehen, dass das ein Tick anders aussieht heutzutage. Ja. Nein. Auch in der Süddeutschen Zeitung. Okay. Auch da haben viele Leute das sehr wohl. Ja, zwei Punkte. Erstens, das Problem ist, denke ich, dass gar nicht so ganz klar ist, was die Spackeria ist oder will, also auch vor allem ihr selbst, weil das fängt damit an, dass man gar nicht weiß, wer dazugehört und auch gar nicht, was jetzt sind das jetzt Leute, die alle für Post-Privacy sind und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich auch nicht so klar das Projekt, wir wollen jetzt in der Öffentlichkeit etwas bewirken oder so. Aus meiner Wahrnehmung war das mehr, ups, uns ist plötzlich Öffentlichkeit passiert. Jetzt haue ich voll rein, das ist das Mieseste, was man machen kann, aber das ist doch genau der Punkt. Also man sieht, die Öffentlichkeit giert danach, dass jemand sagt, Moment mal, ist das nicht Datenschutztheater, was hier passiert? Okay, ja, und wenn man da das merkt, dann kann man natürlich sagen, aber wollten wir eigentlich gar nicht, wir wollen eigentlich uns erstmal selber finden und irgendwie in uns selber hinein. Genau, ich möchte auch gleich weiter von dem Punkt, also es ist sozusagen, hups, uns ist Öffentlichkeit passiert ist jetzt aber nicht nur so ein abwehrendes, eigentlich wollen wir ja nur in unserer Szene und so, sondern es ist erstmal so die Wahrnehmung, das ist ja ganz interessant, wenn einem Öffentlichkeit passiert, man sieht plötzlich, okay, wenn man in die und die Richtung redet, kommt da auch ein ganz anderer Resonanzraum und anderer Input kommt und das ist eigentlich ganz schön auch, damit kann man auch lernen zu spielen und zu gucken, ob es einem irgendwie was bringt, sei es jetzt, weil man politisch was bewirken will oder weil man irgendwie das als Experiment sieht und Erkenntnisgewinne anstrebt. In all diesen Fällen ist es sozusagen sehr beispielsweise sehr ergiebig, was du beispielsweise an Tipps hier gibst, weil das sind ja sozusagen Sachen, die sozusagen das Instrumentarium einem auch klarer machen oder erweitern, mit dem man dann auf diese Weise mit der Welt interagieren kann. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich funktioniert im Sinne von, ihr wollt X erreichen und um X zu erreichen, muss man das und das tun, weil wir wissen eigentlich nicht, was dieses X ist, aber andererseits ist es sozusagen, es erweitert sozusagen unseren Handlungsspielraum und unsere, dass wir sozusagen etwas besser durchblicken, was da eigentlich passiert, wenn wir das tun. Und insofern denke ich, danke für die Hinweise, auch wenn ich sozusagen nicht als Packeria-Vertreter sozusagen jetzt sagen kann, wir werden die jetzt alle inhalieren und jetzt umsetzen. Ich bin ganz schnell. Ich wollte nur sagen, danke, du sprichst mir nämlich aus der Seele. Ich finde auch, dass die Spackeria oft wie ein sehr wissenschaftlicher Club daherkommt, der leider in der Außendarstellung starke Probleme hat. Ich meine, ich habe Pressearbeit für die Piraten gemacht, ich sage nicht, dass sie es irgendwie gut gemacht haben, aber zumindest haben wir etwas wie eine Nachricht verbreitet. Bei der Spackeria ist es echt schwer, irgendwie was zu erkennen. Und ich meine, ich bin Nerd, also ich könnte mir das schon alles zusammensuchen, aber ich finde es auch ähnlich mühsam, wie du es beschrieben hast und deswegen danke und ich hoffe, dass das ein Input ist, der nicht nach dem Motto, we value your input und dann war es das auch, danke Herr Reismann, wir sehen uns dann nächstes Jahr, sondern so ein, okay, ja Mist, wir sollten uns da was überlegen, Input sein könnte. Danke.